Folge 3 von Lego Batman 3. Ich bin Robin, Fritz ist Alfred und Batman ist völlig von der Rolle, weil Brainiac ihm das Hirn zerlasert hat. Achso, genau, Brainiac, das haben wir noch nicht so ganz erklärt, was jetzt genau Brainiac ist. Je nachdem, welche Interpretation aus welchem Comic, das ist das entweder ein, wie sagt man, ein Computer, der halt immer schlauer werden will und irgendwie... Ist das was von der Erde oder was Außerirdisches? Das kommt auch drauf an, welche Interpretation. Mal ist das halt irgendwie einer, der mal als Mensch angefangen hat, dann halt immer vom Wissensdurst irgendwie in den Wahnsinn getrieben, sich dann eben das Hirn immer größer gemacht hat. Das glaube ich, was machen an dem. Ja. Mal ist es ein Computer, mal ist es was Außerirdisches. Also in der Regel hat das immer was mit, es ist halt eigentlich immer ein genialer Stratege und. Aber hier sah er jetzt ein bisschen albern aus. Ja, sah aber trotzdem außerirdisch aus. Da hinten, oder? Wie meinst du denn? Da hinten rum. Also hinter dem Modell, hinter dem Planetenmodell. Da so weiter. Nee. Ja, weil da hinten ging es ein bisschen weiter. Das, siehst du, da liegen noch die Steinchen. Ja, aber da muss ich. Ich kann da nicht weitergehen. Nee, aber du musst da rüber springen. Du standest ja schon mal da drüben. Auf der anderen Seite. Oder wo meinst du jetzt? Ich verstehe nicht, wo. Also auf den, da hinten diese Steinplatten oder diese Felsformation hinter dem Modell. Ja, genau. Ich glaube, da kannst du raufspringen. Aber das hat nicht geklappt. Du machst einfach von hier aus. Ja, versuch mal nochmal dich hochzuziehen. Mal gucken, wo er dich dann hinstellt, oder? So, wo stehst du jetzt? Weil jetzt, genau, jetzt stehst du da hinten. Komm her! Oh oh. Oh nein, da wird wieder was gesehen. Au! Naja, immerhin. Warum hat denn Batman so ein Modell, vor allem so ein großes Modell vom Sonnensystem in seiner Höhle? Das wüsste ich gar nicht. Ich wüsste sonst, wo das meiste herkommt. Also sonst ist das ja oft irgendwelche Andenken an irgendwelche vergangenen Abenteuer, wie diese riesige Münze oder der Dinosaurier. Das erscheint halt so unverhältnismäßig. Es gab auch mal was mit Dinosauriern. Mhm. Hier, du kannst hier was machen. Das ist ein also kein richtiger Dinosaurier, sondern ein durchgedrehter mechatronischer Dinosaurier, den irgendein, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Achso, hier kann ich jetzt Batman wegklicken. Ja. Geil. Ja. Den irgendein Verbrecher hatte so einen Dinosaurierpark sich irgendwie verschanzt und damit so eine mechatronische Dinosaurier angegriffen und danach haben sie ihn in die Betthöhle gestellt. Das ist nicht gut! Das erste Lego Batman gespielt? Er ist in diese Höhle verschwunden. Im Dunkeln können wir nicht folgen. Ich weiß es gerade gar nicht. Absolut. Ich glaube fast nicht. Lego Batman 2 gibt es hier auf jeden Fall im Kanal. Ui! Was ist denn das? Das ist ja geil. Leuchtlampe. Brauchst du so ein einer, wenn man das Licht ausschaltet, dass der noch weiter leuchtet? So ein Tron-Anzug. Was kann man damit machen? Hier kannst du hier an den Schalter rangehen. Du hast Adam West. Für dich. Da muss, glaube ich, B. Achso. Bin ich aber ganz schön. Uiuiui. Was habe ich jetzt da davon? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie kommen wir denn zu Adam West? Ich versuche mal zu Adam West zu gelangen. So nicht. Warte mal. Nee. Man sieht wenigstens so schön, wo ich hingefallen bin. Das klappt aber irgendwie. Ich tippe mal, dass man hier das Goldene zerstören muss. Wo wir wiederum den Anzug nicht haben und dann. Kannst du da wahrscheinlich irgendwas mit auslösen? Bei dem Hai lag auch irgendwas Goldenes in der Nähe. Ah, okay. Um den zu befreien. Ich lade mich dann nochmal auf, weil wenn ich ganz aufgeladen bin, dann kann man hier ins Dunkle. Das ist cool. Ich glaube, wir haben das erste nicht gespielt. Ich glaube, ich habe das einfach mal so gespielt zu Hause. Und das Play ist echt nicht gespielt. Sieht das cool aus. Wie viel Dreck da rumliegt. Bestimmt, das schieben sie dann immer so nach hinten. Ja, ja nee, komm. Freut mich. Weltcomputer, Notfallsicherheitsprotokoll-Code SJB99.
Protokoll bestätigt. Anbringung sanft außer Gefecht setzen. Bedrohung identifizieren. Batman, du tust ihm nicht weh, oder? Positiv. Betäubungsgeschosse aktiv. Zielerfassung aktiviert. Abwehrprogramm wird aktiviert. Batcomputer, sofort Batmobil ausschalten. Ach, verflixt, zu spät. Hä? Offenbar weiß er immer noch, wie das Batmobil funktioniert. Ich hoffe nur, dass er sich daran erinnert, wer er ist. Wir müssen ihn aufhalten. Das ist ein komisches Batmobil. Das wäre Dutzend, ne? Es gibt allein ein so ein krasses Coffee-Table-Buch. Irgendwie 300 Seiten oder so. Nur Batmobile. Weil die ja dann in Comics... Also für jede neue Serie gibt es ein neues Batmobil. Okay. Teilweise auch, also in manchen Comics ist es auch so, dass man eben sieht, dass er in der Batthöhle wie so eine Art. Ach, das hast du schon mal erzählt. Endloses Revolvermagazin, ja, mit allen Batmobilen. So ein Parkhaus. Ja. was der Autoversicherung zahlt. Das macht er bestimmt illegal. Glaube ich auch. Weil der kann sich das sonst gar nicht leisten. Und kann einer, sich nämlich niemand einer, leisten auf der Welt. Wenn es einer klauen will, dann muss der, drückt er auf die Bat-Diebstahlsicherung. Mach dann mal dein Licht an. Oh, Alfred hat übrigens keine anderen Anzüge. Nicht mal irgendwie so einen legeren Nachmittagsanzug. Der hat doch schon einen Anzug an. Aber eben nur den einen. Wie geil das aussieht. Ui, Raketen. Na guck mal, Alfred kann irgendwas mit den Raketen machen. Achso, ich kann was bauen. Und zwar... Das, was du jetzt. Genau. Oh nein, so ein Minikit. Natürlich gibt es die auch wieder. Wir werden sie nie zusammenkriegen. Ehrlich, es geht ja gar nicht im ersten Playthrough alle zu kriegen. Das klappt noch. Und ja, das war gerade mein Magen. Ich glaube, da musst du ran. Was ist denn das? Was ist denn das? Keine Ahnung. Ah, warte mal. Ja, komm, denk dir aus, was es ist. Es ist bestimmt aus Comicbuch Nummer 1527b. Es gibt tatsächlich... Aktenzeichen Z. Es gibt tatsächlich in Batman 1 Million hat Batman keinen menschlichen Partner mehr, sondern Robin den Wunderbot. Und der sieht so aus wie der. Batman 1 Million? Das ist eine... Da hat DC so ein Event gemacht, DC 1 Million, wo... Superhelden-Version aus dem 38. Jahrhundert irgendwie zurück in die Gegenwart kommen, weil sie... Da brauchen die immer noch Superhelden in so einer ferner Zukunft. Ja, ja. Die müssen auch Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Außer du kannst aufs Wasser. Ach so, stimmt. Fahr ich mal aufs Wasser. Das ist bestimmt ein Killerboard. Nee, ja. Doch nicht. Das ist nur ein Hoverboard. Hover-Explosionsboard. Kann Alfred schwimmen? Ach, guck mal, Alfred kann schwimmen. Warum komme ich jetzt hier rauf? Fange ich kaputt oder was? Er ist echt kaputt. Der Batman, der wohnt auf dem, ich glaube, es ist der Pluto. Und der Pluto ist so eine Mischung aus Arkham Asylum und Bathöhle, also ein Planet, wo alle Verbrecher weggesperrt und Batman gleichzeitig seine Basis hat. Weil es kein Planet mehr ist zur Strafe. Genau. Weil er sich unter die Planeten mischen wollte, haben sie gesagt, nee, hier, komm, du bist jetzt Australien. Ja, hier ist was für Batman, aber Batman ist dummerweise wahnsinnig. Da. Was mache ich denn mit dem Surf-Robin? Oder ist das, glaube ich, nur, ist das nur ein Spaß? Ich glaube, das bringt erstmal nichts. Was gibt's denn hier noch? Was der Alfred alles mit seinem Tablett machen kann. Guck mal, buddeln geht auch. Das ist gar kein Problem. Wie bist du da hingekommen? Bist du einfach rübergeschwommen? Kann ich das mit dem Anzug? Guck mal, hier so eine Ente vom Pinguin. Ah, stimmt. Finde ich immer noch den besten Batman-Film. Der ist mit Abstand der beste. Batman Returns. Ja. Ist auch mein liebster Film. Ich finde das so schön, weil das ist alles nur tragische Figuren. Ja. So cool. Außer natürlich der Dings hier, der Christopher Walken. Aber er ist auch so cool. Der ist auch eine tragische Figur. Echt? Wo denn? Also der ist doch schon so ein richtig fieser. Also im Film wird nicht irgendwie groß erklärt, warum er jetzt
Ja, das stimmt schon. Aber es, also ich denke mal in Comic-Heft 2731b. Ich glaube, Max Track ist tatsächlich eine Erfindung für den Film, bin mir nicht sicher. Oder zumindest die Figur so, wie sie angelegt ist. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Was machen wir denn jetzt gegen das Batmobil? Warum fährt er nicht, sondern schießt mit Raketen? Das ist doch unfair. Ist denn das, die Ente ist einfach kaputt gegangen, oder was? Ich glaube es fast. Wahnsinn. Es war nur eine Ente. Weiter? Nee. Ich bin irritiert. Wir müssen irgendwie das Batmobil-Schutzschild deaktivieren. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie das Boot bauen. Dann kommst du mir vor, als müssten wir hier in der Werft das Ach, schau Boot mal hier. Bauen. Ah ja, weil hier so das Ding. Weil da, genau, da ist schon der Rumpf. Kann man denn da was machen? Oh. Wie kommen wir denn hier hoch? Ich glaube, wir haben jetzt verschissen für immer. Ich bin wieder oben. Ja, du bist wieder oben. Einfach mal hochgeglitscht. Was ist denn hier? Versuch mal, ob du das irgendwie abschießen kannst. Warte mal, hier geht's noch weiter. Schau mal, hier waren wir noch gar nicht. Ja, das kriegt man nicht kaputt. Ist das schon ewig rumgehauen? Ich hab's nicht kaputt bekommen. Oder auch mit dem anderen Robin solchen Anzug? Da bräuchte es ja eigentlich die kleinen Teile. Und hier kommt Techniker Robin. Das muss irgendwas mit dem Ding hier zu tun haben. Mit dem ferngesteuerten Robin? Ja. Und wo jetzt hin damit? Hier vielleicht? Warte mal. Kannst du jetzt das Ding aktivieren? Das war's. Da? Hier fliegen wir nochmal ran an diese Maschine. Zug mal B. Ah! Was macht das jetzt? Das macht Puff und Pick. Das Bettboot, Sir. Das ist ein Punkt zum Angeln. Es hat auch Waffen an Bord. Alfred, damit können wir das Bettmobil ausschalten. Kopier ich nicht. Das muss man nicht verstehen. Guck mal, die ganzen Teile fürs Bettboot werden unter Wasser gelagert. Ja, damit die schön voraus. Wir haben's ja. So. Ja, so finanziell ist das kein Plusgeschäft unbedingt, oder? Für den Bruce Wayne? Nee. Oh nein! Haben wir noch eins? Keine gute Idee. Er kommt uns, Sir. Ach, guck mal, er macht das. Gott sei Dank. Das habe ich mich in den Filmen immer ein bisschen gewundert, also in den neueren Filmen, die ja dann doch so ein bisschen in der Realwelt spielen sollten. Ja. Diese ganzen Techniken. Kannst du das löschen? Nee, aber ich kann da durch. Und dann kann ich bestimmt oben irgendwas machen. Diese ganzen Erfindungen in der Realwelt, wie sein Tumblr und sowas alles. Ja. Klar, das kennt jetzt vielleicht nicht irgendwie Otto Normalverbraucher, aber es wird doch wahrscheinlich massenhaft Leute in der Regierung geben, die das Projekt kennen. Ja. Dieses Fahrzeug, die dann mal irgendwie nachfragen müssten, wie kommt denn der Mann eigentlich an dieses Ding ran? Ja. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Das mit dem Auto schon, das ist also, aber das andere Zeug, also den Anzug und sowas, das muss ja nicht sofort erkenntlich sein. Ja, ja gut, das ist. baut er sich ja aus größtenteils irgendwie aus irgendwelchen Einzelteilen zusammen. Oh, das ist so, also das ist aber auch jedes Mal echt schön gemacht, was die sich ausdenken für die Lego-Spiele. Trotzdem will ich meinen Lego Undercity, Lego Undercover City 2. Hast du das mitgekriegt? Was? Dass es in Kürze eine exklusive Lego Nintendo-Ankündigung gibt? Nein! Das wäre ja schon sehr, sehr wahrscheinlich. Also es wird gemunkelt, dass ein Nintendo-Magazin eine exklusive Lego-Ankündigung in Kürze hat. Und oh, geil. Das wäre schon der Hammer. War das ein geiles Spiel. Ist immer noch unser meistgegucktes, meistgewünschtes Lego-Let's-Play. Dann spielen wir das einfach nochmal. Mal jetzt auch noch mal schießen. Komm hier. Ach, guck mal, jetzt, wahrscheinlich geht es jetzt so nach und nach durch alle Fahrzeuge in der Höhle.
Und keins ist so stark wie das Batmobil. Außer die Bat-Panzerfaust. Bat-Abrissbirne. Wie kriegt man denn das blaue Ding hier auf? Gar nicht. Langsam gehen uns die Bat-Fahrzeuge aus. Oh Gott, jetzt müssen wir die Robin-Fahrzeuge nehmen. Oh nein, die sind alle scheiße. Die Rob-Fahrzeuge. Du, warte mal, ich glaube, du kannst mit deinem Anzug hier die bunten Steinchen einsammeln. Ach, da musst du diesen solchen Anzug genau nehmen, oder? Wie sammelst du die ein? Du drückst einfach B, X und hältst gedrückt und dann saugt er die ein. Ich glaube, man muss mit X machen. Was ist mal? Ja, was ist mit X? Mach mal mit B. Er sammelt ja irgendwie. Du musst sammelt halt, er die du musst so halt ein bisschen draufhalten, ne? Ja, also nicht so staubsaugen hier. Zack, 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 zack. So wie ich halt zu Hause die Wohnung staubsaugen. Ja. Fertig. Zimmer aufgeräumt. Ja. Ach, das Zimmer. So, aber, warte mal. Behalte ich die denn jetzt, wenn ich mich auch umziehe? Ich muss jetzt hier den Techniker nehmen. Ja. Robins Wunderroboter. Guck, dann ist das sogar eine Anlehnung an den. Ja. Ah. Warte. Achso, da brauche ich den Wunderroboter erst. Heißt, wo krieg ich den jetzt her? Ach, hier. So, Wunderroboter. Ach, das ist so eine Luke. Und da ist ein Schalter für ihn. Schau mal, da links. Das meinst du? Ja. Nee. Da kommt er, da ist er rausgekommen. So. Hier, das, wo der rote kleine Drehschalter dran ist. Dass selbst an diesen Ausklapptreppen außen Batman-Zeichen dran sind. Was für ein Ego-Typ, ey. Ach, da, ja. Oh, du, jetzt habe ich gerade falsche Figur gesteuert. Dann hängt der halt da, bestimmt. Wow. Ja. No! Immerhin macht er seinen Zeug aber auch dann selber hängt der halt dann da garantiert so mit... Das war unsere einzige Chance. Der Notcomputer, Sir. Ach ja, der Notcomputer. Mit einem Arm außen dran und sprayt dann noch das Logo drauf, damit man von außen sehen kann. Hier kannst du wieder einsammeln. Warte mal, was kann ich hier? Oh, nur 25, habe ich doch schon. Achso. Ja, wenn die Taschen schon voll sind. Mister, ich hab's schon alles. Aha. Muss nicht mehr sparen. Brauche jetzt einen Notcomputer. Ach, reicht noch nicht, oder was? Doch. Achso. Bad Notcomputer. Das Batwing ist so gut wie startklar. Gut, ist Tron oder was? Was ist das denn jetzt? Ach, jetzt hacken wir uns in den Computer oder was? Warte. Geht das auf Zeit? Ich weiß nicht. Ich war hier auch noch nicht. Nee, ist glaube ich einfach nur nacheinander drücken und dann passt's. Gott. Ja, da parkt's gut. Auf der anderen Seite der Höhle. Oh Mann. Mann. Und der wartet da jetzt so lange, oder wie? Du musst nur einmal tippen. Hä? Nur einmal tippen, B, wenn du da vorne stehst. Ah. Get over here.
Das ist ja voll despektierlich, dass... Oh, Alfred fliegt, sehr schön. Wow. Da muss er auf ihn schießen mit X. Ja, jetzt reicht's. Geh kaputt. Alarm! Batmobilpanzerung durchbrochen. Oh. Boah. Die Fledermäuse. Das ist neu. Was ist das denn? Keine Ahnung. Meine Güte. Ich wusste nicht mal, dass er das überhaupt kann. Ich auch nicht. Ich wusste das. Ich hatte das im Comic von nächster Woche schon gelesen. Was muss seine Gedanken kontrollieren? Vielleicht ärgert sich Master Bruce nur, weil ich mit dem Batmobil zum Einkaufen gefahren bin. Ja, siehst du. Tja, wie auch immer, wir haben hier gerade gespeichert und nutzen die Gelegenheit, um eine Pause zu machen. In der nächsten Folge besiegen wir dann hier diesen Fledermaus-Batman. Bis dann. Ciao.